Also, ich bin von den zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Und wir wollen quasi die Welt verbessern, und zwar realpolitisch, vernünftig, ohne Extremes, mit Entschädigung aller, voll finanziert und so weiter. Also sowas wie die gemäßigte Seite, nicht so radikal wie die ersten Scientists for Future, die fast schon auch was Revolutionäres an sich haben, und nicht so radikal wie mancher hier da oben, hängt die Flagge, Autonome oder was. Wir wollen das vernünftig und sanft machen. Meine erste Frage: Was schätzt ihr beide, du, was das Grundproblem unserer gesamten Zivilisation sein könnte? Und ich darf dir verraten, es gibt nur ein einziges wirkliches Grundproblem, an dem alle anderen dranhängen, als nachfolgendes. Also wenn ich es in einen Satz fassen würde, das Grundproblem unserer Zivilisation ist, dass die Menschen nicht miteinander arbeiten, sondern gegeneinander. So, und das ist ein Grundstein auch des Kapitalismus, dass alles im Wettbewerb miteinander steht. Und das fördert eben, dass die Menschen gegeneinander arbeiten, dass die Menschen ihre Besitze horten, ihr Geld horten und eben dann auf der einen Seite große Ansammlungen von Reichtum entstehen und auf der anderen Seite dann eine große Armut. Ja. Das ist schon praktisch, ich würde es vielleicht mit etwas anderen Worten sagen, aber es ist ganz nah an dem, wo wir auch sind als Wissenschaftler, ja? Nämlich dieses Gegeneinanderarbeiten. Danke. Dieses Gegeneinanderarbeiten, machen wir ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich sehr viel krank werde, dann macht die Pharmakonzerne mehr Gewinn. Also eigentlich hat er gar kein Interesse daran, dass ich nie krank werde. Also insofern ist er eigentlich gegen mich bis zum gewissen Grade, ohne böse Absicht. Aber eigentlich kann er an meiner Gesundheit nichts verdienen, nur an meiner Krankheit. Und wir wollen das ganze System umpolen in ein sogenanntes Präventivsystem. Das heißt, wenn ich nie krank werde, kriegt mein Hausarzt die höchste Gewinnausschüttung für mich. Wenn ich häufiger krank werde, ein bisschen weniger. Mein Rewe-Händler kriegt mehr Gewinn, wenn ich, der ich mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte dort einkaufen gehe, wenn ich häufig dort einkaufe und trotzdem nie krank werde, dann ist das ein Zeichen, dass er mich vielleicht ganz gut gesundes Gemüse mir geboten hat, gesundes Obst und so weiter. Also Belohnung, also der Rewe wird quasi seinen Markt in eine Art Gesundheitsmarkt umwandeln. Leuchtet das ein, dass wir das Gegeneinander so beenden können? Also das ist jetzt eine Antwort auf ein Problem, jetzt speziell im Gesundheitssektor. Dementsprechend, also ich halte das auch für einen plausiblen Ansatz. Ja. Ich habe es noch nicht bis ganz zum Ende durchgedacht. Also es gibt ja auch verschiedene Ausgangsgrundlagen in der Gesellschaft. Es gibt Leute, die veranlagt sind, eher krank zu werden als andere. Deswegen würde ich das... Also sehe ich da auch Schwierigkeiten, jetzt das so pauschal zu sagen, okay, der Arzt kriegt dann kein Geld, wenn der Patient krank ist, wenn er eigentlich auch vielleicht gar nichts dafür kann. Also generell halte ich wenig von Pauschalisierungen, aber ich bin auch der Meinung, dass sich das System ändern muss, und zwar in der Form, dass die Menschen nicht dazu angehalten werden, immer zu konsumieren und immer in die Richtung gedrückt werden, okay, wenn du krank bist, dann musst du Medikament XY checken, nehmen. Sondern man muss, die Leute müssen wieder ein bisschen mehr zu sich selbst finden, ein bisschen mehr Fürsorge für sich selbst übernehmen. Das hängt natürlich auch stark mit den Arbeitsbedingungen zusammen. Also ne, mit einer 40-Stunden-Woche, 40, 50, 60 Stunden, da hat man kaum noch Zeit, sich darüber hinaus Gedanken zu machen. Also es muss sich einfach generell im Bewusstsein, im Denken was ändern, hin zu einer bewussteren, zu einer bewussteren, und wie sagt man nochmal das andere Wort für attentive, zu einer... Eine menschlichere Gesellschaft. Eine menschlichere Gesellschaft, ja. Das, Also, dein Kritikpunkt war genau richtig. Wir müssen dafür sorgen, dass Ärzte nicht anfangen, Kranke rauszuekeln. Wir müssen ja dafür sorgen, dass auch Kranke eine gute Versorgung kriegen, auch chronisch Kranke. Und zwar die bestmögliche Versorgung kriegen. Und das war so technisch so schwierig. Deswegen haben die Professoren 51 Jahre gebraucht, wie man das macht, dass man diese negativen Effekte, ja, also dass der Arzt quasi ein Interesse daran haben könnte, die chronisch Kranken rauszudrängen, weil die seinen Schnitt stören, ja,
Da haben wir mehrere Mechanismen entwickelt, wie wir das zuverlässig verhindern können. Das hat aber Jahrzehnte gedauert. Also ich denke, es ist ein ganz, ganz allgemeines Ding. Also wir müssen uns einfach um jeden in der Gesellschaft kümmern. Ob das jetzt Kranke sind, ob das sozial schwächer Gestellte sind, ob das Waise oder Arbeitslose sind. Es geht einfach darum, ein Gesellschaftssystem zu schaffen, in dem Platz für jeden ist, in dem jeder die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und in dem auch jeder einfach versorgt ist mit grundlegenden Sachen wie einem Dach über dem Kopf, was zu essen, Kleidung und eben Zugang zu Bildung. Und das ist für mich der Ansatzpunkt, das ist mein Ideal so, dass ich sage, Gesellschaft muss einen Platz für jeden haben. Und da muss man auch nicht irgendwie extra für kämpfen müssen oder so, sondern es muss einfach vom System her Platz für alle geschaffen sein. Wir sagen nicht nur Platz für jeden, sondern wir sagen, wir dürfen niemanden allein lassen, verkommen lassen. Also unser Ansatz ist, das wird dir dann auch vielleicht gefallen, unser Ansatz. Wir wollen neben dieser ersten, wir haben 20 Reformen vor, ja, 20 Reformen vor. Und aber die dritte Reform quasi wird sein, also nach Ernährungssystem, Gesundheitssystem und Pflege, also Kombireform, wir wollen die auf einmal rangehen, wird das nächste sein, gleichzeitig die Arbeitsamtreform. Wir wollen das Arbeitsamt erstmal umfunktionieren in eine Agentur, pass auf jetzt, für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung. Das heißt, wenn jemand durch den Kohlestopp seinen Arbeitsplatz verliert, dann dürfen wir ihn nicht alleine lassen. Wir müssen ihm helfen, wieder einen neuen Job zu finden. Im Zweifelsfall müssen wir die Umzugskosten übernehmen. Also man darf anrufen, unser Ideal ist, man ruft bei Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung an und sagt, mich macht gerade unser Wandel kaputt. Ich habe meinen Job verloren. Und dann nach einer Minute muss jemand ans Telefon gehen. Und dann geht er dahin und wenn gar nichts hilft, bietet er ihm an, ab morgen fängst du an als Mitarbeiter unserer Arbeitsamtwechselagentur, weil wir lassen niemanden mehr alleine. Im Zweifelsfall nehmen wir die da rein, damit wir wieder mal genug Personal haben. Und der kümmert sich dann um seinen Kollegen, der auch arbeitslos geworden ist. Und so haben wir den ersten schon in Arbeit gebracht und der hilft dem zweiten selber auch wieder in Arbeit zu kommen. Das sind doch gute Ideale, oder? Also, klingt für mich sehr, sehr plausibel, ja. Also, es ist schwierig, immer so bei einer Beschreibung von ein paar Sätzen dann das Konzept dahinter zu stehen. Ne? Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig in meinen Formulierungen, ob ich jetzt dem einen zustimme oder dem anderen nicht. Aber ich stimme Ihnen da auf jeden Fall absolut überein, dass wir Möglichkeiten der Umschulung schaffen müssen, dass man sich weiterbilden kann, dass man nicht, wenn man einmal im Arbeitsleben gefangen ist, dann nach 10 Jahren nicht nochmal die Möglichkeit hat, umzuschulen, ohne jetzt riesige Mengen an Geld gespart zu haben oder so, sondern es muss einfach die Möglichkeit zu geben, an jedem Punkt des Lebens zu sagen, okay, jetzt möchte ich in die eine Richtung gehen oder in die andere Richtung, weil nur wenn sich Menschen gut entfalten können, dann kann sich auch Gesellschaft entfalten und ja, nur so kann Gesellschaft funktionieren, wenn jeder auch einen Platz gefunden hat, der ihm gefällt. Und aktuell ist es eben so, dass viele in einer Rolle sind, die ihnen nicht gefallen. Und ich würde sagen, das ist der Grund, warum wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir heute sind. Und weswegen wir hier in vielen verschiedenen Formen uns eben für eine bessere Welt auch einsetzen. Deswegen, also ihr habt nicht mehr viel Zeit, ja? Also das Grundprinzip dieser ganzen Reformen ist, Menschen glücklicher machen, gesünder machen und dafür gutes Geld bezahlen. Das würde ich auch so unterschreiben. Danke sehr für das Interview.